Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die LSD-Box von Jamule. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. LSD von Jamule, das Ganze am 14. Februar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl! Das Debütalbum von Jamule ist erschienen, LSD. Die Abkürzung steht für Love, Sex und Dreams. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Was wir auf den ersten Blick schon mal sagen können, die Box ist riesengroß, also recht groß, und sie ist auch ziemlich bunt. So, wir haben hier so verschiedene Formen, verschiedene Ornamente in verschiedenen Farben. Dann haben wir hier, sieht so aus wie so Klebestreifen, Love, Sex, Dreams stehen, also die Langversion von LSD. Dann haben wir das Ganze hier auf den Seiten fortgesetzt. Hier unten haben wir dann einen Barcode und die Beteiligten. Und hier auf der linken Seite auch nochmal die Logos. Das Ganze ist natürlich erschienen über Life is Pain. Auf der Unterseite auch sehr farbenfroh. Und dann schauen wir mal hinein. Der Boxdeckel ist abnehmbar, wenn auch etwas langsam. So, aber jetzt von innen in weiß. Als erstes kommt uns hier entgegen ein Hoodie, dem diese Box wohl die Größe verdankt. Dann haben wir das Album LSD, eine EP, die Nino EP, ein Poster und einen Sticker. So, auch hier von innen in weiß. Das Ganze zieht sich dann auch hier noch an den Seiten durch, diese farbenfrohe Optik. Also sieht auf jeden Fall aus wie ein, ja, mehr oder weniger LSD-Trip, sehr farbenfroh das Ganze. Hier haben wir keine Folie, aber hier haben wir sowohl das Album als auch die EP, als auch den Hoodie eingeschweißt. So, einmal der Hoodie und dann kommen wir zu den beiden Tonträgern. Wenn ich sie aufbekomme, vielleicht hier besser. Jawohl. Einmal und irgendwie will das heute nicht. So. Gut. So, das Album und die EP. Wir starten immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Wir haben hier ein reguläres Toolcase und auch hier wieder sehr farbenfroh das Ganze mit diesen Formen. Unten links lesen wir dann noch den Albumtitel Love, Sex and Dreams. Es ist wie gesagt das Debütalbum von Jamule. Das einzige, was er bis jetzt rausgebracht hat, war eine EP. Die Nino EP, die es bis jetzt nur digital gab, die haben wir jetzt hier auch physisch dabei. Das freut mich schon mal sehr. So sieht das aus von der Seite. Hier lesen wir einfach Jamule. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 13 Stück sind es geworden und wir haben hier Features mit dabei von Crow, McLeod, Enno und Luciano. Barcode, die Beteiligten hier unten, jawohl. Dann schauen wir mal hinein. Das Booklet scheint hier ebenso farbenprächtig zu sein. So, das ist das, was wir auf dem Sticker gesehen haben hier, dieses Smiley. Dieses Gesicht hier mit den X-Augen und scheinbar Jamule bei einem Live-Auftritt. Weitere Fotos.
Also, sehr fotolastiges Booklet. Hier wird geraucht. Okay. Was mich jetzt etwas wundert oder was mir jetzt etwas abgeht, um ehrlich zu sein, sind die Credits. Habe ich jetzt hier leider gar keine finden können in dem Booklet, also nicht ein einziges Wort. Schade. Die CD in Schwarz und Weiß, auch hier wieder diese Formen. Und die Rückseite wieder farbenfroh. Also, ihr seht, sehr, sehr viel so mit Ornamenten, Farben und Formen gespielt. Das Album. Dann haben wir die EP, die Nino EP. Die ist ja erschienen im Jahr 2019, am 1. März 2019. Auch diese hat ein Jewelcase bekommen. Auf der Seite in grün und schwarz, Jamule. Und auf der Rückseite die Tracklist. 8 Tracks mit 2 Features, einmal Reezy und einmal PA Sports. Hier gibt es keinen Barcode. Und von innen sieht das Ganze so aus. Wir haben hier kein Booklet. Es ist hier wirklich nur ein Einleger. Beidseitig. Und die CD sieht dann so aus. Hier haben wir wieder dieses Gesicht. In grün und weiß. Und auf der Rückseite in schwarz gehalten. Jawohl. So, dann kommen wir zu den nächsten Inhalten. Wir haben hier einmal mit dabei ein Poster in weiß. Ja, natürlich nur eine Seite weiß. Auf der Rückseite haben wir dann Jamule in der Hocke. Sieht so aus, als würde er gerade irgendwie beten. Spannendes Outfit auf jeden Fall. Das Poster im Hochformat. Rückseite blank weiß. So, dann haben wir noch einen Sticker in schwarz und rot. Dieses Gesicht hier, das wir auch auf der CD und im Booklet des Albums schon gesehen haben. In schwarz und rot hier. Und das Ganze ist kreisförmig. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier einen Hoodie mit dabei. Fühlt sich vom Stoff her auf jeden Fall schon mal gut an, also sehr dick der Stoff. So, das Ganze ist in schwarz gehalten und wir haben hier dann den Schriftzug Love Sex Dreams auf der Brust in lila und weiß. Sieht ein bisschen so aus wie so Glas oder so Plastikoptik. Auf jeden Fall eine sehr interessante Variante hier. Ich hoffe, man kann das hier halbwegs erkennen. So, ansonsten gibt es hier nicht viel zu sehen. Es ist alles in schwarz gehalten. Wir haben hier üblicherweise, wie bei Hoodies, dann eine schwarze Bauchtasche vernäht. Links und rechts jeweils mit Eingriff. Die Ärmel sind ebenso wieder bunt hier am Ende gerafft. Auf der Rückseite ist das Ganze in schwarz mit einem kleinen Detail. Und zwar haben wir hier im Nackenbereich dann nochmal dieses rote Gesicht hier, diesen Smiley, und die Kapuze hat dann natürlich auch noch zwei Stoffbändchen, die hier mit den Metallringen in die Kapuze führen. Die ist recht großzügig. Und dann schauen wir mal hinein. So, was lesen wir hier? Einmal Jamule, Größe L. Größe konnte man sich nicht auswählen, also die war wirklich Unisize, für alle Boxen gleich. Jetzt würde mich noch interessieren, ob wir hier einen Zettel vorfinden. Ah, doch. So, was lesen wir hier? Wir lesen hier einmal Jamule, 70% Baumwolle, 30% Polyester, made in Bangladesch. Grüße gehen raus. So, wir legen den Hoodie wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal eben gezeigt der Hoodie in der Größe L. Dann haben wir den Sticker in schwarz und rot kreisförmig. Das Poster einseitig bedruckt im Hochformat.
Die EP, die Nino EP, jetzt auch in physischer Form. 8 Tracks sind hier mit drauf. Sowie natürlich das Album LSD Love Sex Dreams mit 13 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Love Sex Dreams LSD von Jamule. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Jamule unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.